Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute gehe ich endlich mal was an, was ich die ganze Zeit vor mich hingeschoben habe. Und zwar das Gleisvorfeld hier bei King's Cross neu machen, dass es wirklich Sinn macht. Und ich habe diesmal eine Vorlage, denn ich habe die Trackplans gekriegt, die sind endlich per Post angekommen. Einerseits Ausgabe Eastern und einmal Western und Ways und da ist natürlich auch King's Cross mit dabei. Links zu den zwei Büchern gebe ich dann mal in der Videobeschreibung rein. Es ist nämlich echt geil, was da so alles an Plänen mit drin ist. Und ja, ich habe mal den Plan für King's Cross rausgesucht und den werde ich euch dann einblenden im Speedbild. Ich habe das Ganze aufgenommen und ich würde sagen, da gehen wir mal rein. Da seht ihr den Originalplan und meine Interpretation, wie ich das dann nachgebaut habe. Also, los geht's mit dem Umbau des Gleisvorfelds von King's Cross. So, da habe ich euch mal den Gleisplan eingeblendet von King's Cross aus dem kleinen Büchlein, was ich mir da gekauft habe. Bisschen eins von den beiden. Und da bin ich erstmal hergegangen und habe wirklich mal alles abgerissen, was da gerade irgendwie da ist, damit ich von Scratch neu anfangen kann. Und den Plan, den ihr seht, der wird noch weitergehen. Aber wie gesagt, nur das Vorfeld ist interessant und direkt nach King's Cross ist hier eigentlich ein Tunnel. Sieht man auch ein bisschen im Plan drin. Und da muss ich dann später ein bisschen improvisieren. Okay, also alle Gleise sind weg und dann habe ich mir jetzt quasi die vier Hauptgleise rausgesucht, die weggehen und die dann als Referenz genutzt und habe dann entsprechend den Plan weitestgehend, wie es gerade gegangen ist, versucht nachzubauen. Ich habe immer wieder doppelt nachgeschaut, okay, wie ist es im Plan drin, also im Originalplan und wo ist es hier bei meinem King's Cross und das sind jetzt gerade die vier Hauptstrecken, also was heißt Hauptstrecken, also die vier Linien, die ich quasi immer als Referenzpunkt genommen habe. Ich war eigentlich noch überrascht, wie unkomplex das Gleisvorfeld ist. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, das nachzubauen, aber als ich das gesehen habe, machen die eigentlich nicht sehr viel. Also jetzt ab und zu so ein Crossover wie den hier mit Doppelkreuzungsweichen und das, glaube ich, haben wir noch zweimal, wenn ich jetzt einen richtigen Kopf habe, damit man so hin und her wechseln kann, aber es ist nicht wahnsinnig komplex. Und das Vorfeld hier am Anfang, das ist weitestgehend nach dem Plan. Also da könnt ihr mal nachschauen. Ich habe ein bisschen gebraucht, habe immer wieder nachgeschaut, weil ich die Referenzen zum Originalgleis gefunden habe. Hier zum Beispiel das nächste Geschoss oben, was über das erste so drüber geht. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Nur weiter hinten habe ich es einfach für meine Strecke etwas angepasst, aber ansonsten ist es original. Ich war ein bisschen verwirrt mit der Gleisbezeichnung im Originalplan und wie es bei mir ist, also dass ich da das wirklich gefunden habe. Deswegen habe ich manchmal so Nachdenkmomente, wo ich dachte, okay, ist das jetzt richtig? Geht es auch wirklich auf den Bahnsteig da rein? Zum Schluss habe ich auch noch die Probleme gehabt mit den Signalen. Das bleibt einfach. Ich hätte es vermutlich ein bisschen weiter ziehen können, das Ganze, und dürfte den Mod nicht nutzen, wo die Gleise so versetzt sind, dann glaube ich, hätte ich ein bisschen mehr in das Signal machen können. Hier das da unten, das ist nicht ganz authentisch. Denn da wäre es quasi Joint Venture gewesen mit den drei Gleisen auf eins und dann auf die vier Hauptgleise. Das habe ich so nicht ganz hinkriegt. Also das eine Gleis, das ist das zweite jetzt von unten, das habe ich jetzt nochmal kurz angepasst. Aber sonst ist es ein bisschen, ja, Freistil. Das Original habe ich nicht irgendwie nachbauen können. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu doof gewesen. Das Problem bei den unteren drei ist jetzt einfach, die können noch nicht auf die linke Seite. Das heißt, da braucht es dann noch meinen Switch. Und den mache ich jetzt hier. Ich habe mal überlegt, ob ich es ganz drüber mache, aber ja, nee. Hier ist jetzt der Crossover, dass sie dann wieder in die richtige Fahrtrichtung runterkommen. Ansonsten kommt man jetzt überall hin. Und man kommt dann auch von der unteren Strecke auf die obere. Das ist ganz cool. Hier wieder zusammengezogen. Da habe ich ja nicht sehr viel verändert. Und dann die Connection vom Depot hier aufs obere. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das wieder nach unten ziehe, aber ist eigentlich unnötig, weil die können ja da den Bahnhof reinfahren und dann könnt ihr ja unten wieder weiterfahren. Ja, genau, hier habe ich noch so ein Crossover zwischen den zwei Strecken probiert. Habe ich dann aber wieder abgerissen, weil das mit der Bodentext so ein bisschen kacke ausgesehen hat. Also hier sieht man es. Das ist doof, weil die leider nicht gleich hoch sind. Also man sagt, ja, okay, machen wir da weg. Braucht es halt hier nicht. Ja, dann habe ich mir natürlich noch die Linien angeschaut, dass die soweit alle passen, dass die keinen Blödsinn hier machen und habe das nochmal ganz leicht angepasst.
Zum Beispiel hier gelb und schwarz, das passt mir nicht so, wie das da reinfahren, habe ich auf einen anderen Bahnsteig hingeschickt und ich werde das später auch nochmal anpassen. So habe ich erstmal gedacht, ja, ist okay, aber ich werde nicht final Ding sein. In dem Moment ist mir das Spiel abgestürzt, aber Gott sei Dank habe ich kurz davor ein Autosave gehabt und bin dann gerade wieder weitergegangen und jetzt wäre es zum Signalisieren kommen und da wollte ich gerne, wie im Plan zu sehen, also gewesen, zu sehen gewesen ist, so eine Signalbrücke. Und die wollte ich nachbauen. Die Assets hat es auch da. Und die sind, also der Abschnitt hier mit den vier Gleisen, der ist in beiden Richtungen signalisiert. Das wird später noch ein Problem werden, übrigens. Aber das wollte ich natürlich eins zu eins nachstellen. Hier so mit den Mittelstücken. Ja, und da reicht das Problem hier in der Mitte. Da konnte ich das halt nicht irgendwie snappen. Dann dachte ich, ja, okay, machen wir ganz kurz zum Gleis da rein und machen das. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Ihr seht, das ist eins weiter unten. Und dachte, ja, okay, shit, funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Dann machen wir es vielleicht freihand. Und das habe ich noch ein paar Mal probiert und ich habe das einfach nicht sauber hinkriegt. Aber es wäre natürlich schön gewesen, hätte man hier eine durchgängige Signalbrücke gehabt. Aber ja, da bin ich ein paar Minuten dran gewesen und dann hat es mich angekotzt und habe mich dann entschieden, okay, wir machen zwei separate, also eine Brücke pro zwei Gleise, ist ein bisschen einfacher. Das dachte ich mir zumindest, denn da kommt gleich noch ein Problem. Es sah in der Vorschau immer ganz okay aus, aber so wie ich es dann platziert habe, ja, nee, entweder zu hoch, zu tief oder einfach nicht passt. Ja, da habe ich auch noch das Gleis weggekaut. da war ich schon ein bisschen frustriert. Und da habe ich auch schon gesehen, dass auch das schon ein bisschen versetzt gewesen ist. Und jetzt gehe ich her und versuche das hier einfach pro zwei Gleise machen. Da habe ich schon einen Fehler gemacht. Das ist nicht auf beidseitig. Das ist mir erst später aufgefallen. Und hier wollte es... Ah, na, ist mir doch aufgefallen. Hier wollte es gerade noch löschen. Und der Hitpoint zum Löschen, der ist total blöd. Na, kriege ich es jetzt da sauber hin? Mal kurz gucken. Jetzt habe ich es wieder einfach gemacht. Und da rechts, das hat mich so angekotzt. Ich konnte die andere Seite nicht so platzieren, dass die wirklich zueinander passen. Ich weiß nicht wieso, das hat mich super angekotzt. Und dann habe ich dann halt später eine Stelle gesucht, um zu schauen, okay, irgendwo bei dem Gleis müssen die ja schön sauber gegenüber sein, damit es da keinen Cut gibt. Ich hätte mich auch ein bisschen damit zufriedenstellen können, wenn es einen leichten Versatz gehabt hätte, aber ich wollte es perfekt haben. Also würde ich jetzt hier rumprobieren und schaue dann, auf welcher Position die Sachen irgendwie schön zusammenpassen. Das war mega nervig. Mir ist auch nicht klar, warum das so versetzt gewesen ist. Auf der anderen Seite hat es ja auch funktioniert. Jetzt ist es ja. Und da hat es jetzt dann passt. Und wir dachten, ja, okay, cool. Machen wir das halt hier so. Dann passt es hier. Ist leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber besser als gar nichts. Ja. Und da sitze ich immer wieder mit der Maus, probiere es, wenn ich da den Löschpunkt finde. Das ist ein bisschen nervig mit den Assets. Ja, und dann heißt es jetzt, fröhlich hier da die Signale reinsetzen. Also vier Aspekt-Signale. Da überall mal kurz rein. Und ich meinte, eins konnte ich nicht so sauber platzieren, wie ich das so wollte. Wegen der Weiche da hinten. Ja, genau. Das habe ich dann weggemacht. Wenn ich da das Signal setzen kann. Und dieser Gleisblock, der ist halt mega beschissen, weil da könnte sich die Züge quasi gegenüberstehen. So von der Logik her, wie halt Transport Fever das Signalsystem hier hat. Dann wollte ich hier noch so Ausfahrsignale machen, die konnte ich aber auch nicht überall machen. Eben so, weil ich hier diesen Versatz habe mit den Signalen und weil wenig Platz ist. Also das habe ich mal ignoriert. Das war aber auch beim alten Gleisvorfeld so, dass ich nicht überall da meine Signale hinsetzen konnte. Ja, dann habe ich jetzt probiert, okay, ich brauche nochmal diesen Wechsel vom unteren Gleis aufs obere. Ansonsten haben wir hier da unten ein Problem und habe geschaut, wo ich das irgendwie machen kann. Und schlussendlich habe ich dafür entschieden, dass ich das dann hinter der Gleisbrücke mache. War zwar nicht so, wie ich es gewollt hätte. Man könnte das Ganze natürlich noch länger ziehen. Aber ja, und hier nochmal probiert, hier die Connection zu machen auf die andere Seite. Das hat jetzt besser ausgeschaut und das habe ich dann auch lassen. Und habe das nochmal kontrolliert. Als nächstes habe ich nochmal die ganzen Gleisgeschwindigkeiten korrigiert bzw. anpasst, dass man hier nicht so schnell in den Bahnhof King's Cross einfahren kann.
an der Stelle, ich muss vielleicht mal die Stadt umbenennen, King's Cross, das würde irgendwie besser passen. Also eigentlich wäre es London, London King's Cross, so. Ja, das habe ich jetzt hier nochmal gemacht und als nächstes kommen dann die Oberleitungsmasten dran. Nachdem man ja gerade bei den ganzen Weichen etc. die Masten nicht richtig platzieren kann oder will, wie auch immer, habe ich mir die Assets rausgesucht für den Masten und habe die dann mal so nach gut Dünken so platziert, wo man denkt, da wird es vielleicht Sinn machen. Es fehlen auch noch einige, aber es ist besser als gar nichts. Also gerade wenn man hier so Sektionen hat, wo einfach gar nichts ist, Entschuldigung, macht es halt Sinn, dass ich ein paar da platziere. Auch wenn es nicht ganz realistisch ist. Und in Zukunft, ich glaube, ich werde weniger elektrisch fahren. Da habe ich das Problem nicht. Also Fair Trade zum Beispiel, da ist eigentlich sehr gut mit der Platzierung von der dritten Stromschiene. Und das mit den Oberleitungen, das ist ein bisschen bläh. Ich wünschte, da könnte man das irgendwie automatisiert das machen. Also vielleicht mit einem Patch oder so, dass man da logische Masten hat. Also gerade bei den Weichen. Das wäre cool. Ja, also ihr seht, also ich probiere das halt immer wieder, gerade an den Stellen, wo ich sehe, okay, da hat es ein bisschen zu wenig und da braucht es Support, gerade bei Kurven, stelle ich halt die Masten hin. Die Doppelmasten haben halt die meiste Zeit nicht wirklich passt. Ich hätte es nochmal anders machen können, dass ich hier die ganzen Gleise mit Oberleitung, aber ohne den Masten platziere. Dann hätte ich diese Double-Dinger etc. nutzen können, aber das wollte ich in dem Punkt nicht. Ich wollte das jetzt erstmal beides gerne realistisch hinkriegen, Masten platzieren bis zum geht nicht mehr. Wo ich denke, da macht es irgendwie Sinn und dann ist gut. Vielleicht mal beim nächsten Bahnhof, der vielleicht ein ähnliches Gleisvorfeld hat, mache es mal komplett ohne Masten und dann mache es komplett manuell. Aber das ist halt so ein Task, der braucht halt viel Zeit und muss halt genau hingucken und schauen, dass halt irgendwie passt. Da zum Beispiel die Masten bei den Doppelkreuzungen, da bin mir nicht sicher, ob die da wirklich so hingehen sollten. Und ich glaube, da gibt es eine Collision. Ich habe sich nachkontrolliert. Einfach nur geschaut, okay. Platzieren wir da mal hin, damit es einfach nicht so leer ist. Hat dann auch gar nicht mehr so lange gedauert. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn ein bisschen mehr Assets bei den Masten dabei gewesen sind. Bei der ÖBB-Variante, DB etc., da gibt es auch mehr Varianten, aber hier bei der UK-Variante ist es einfach nur Single Post, Dual Mast, Two-Track-Span, bis hin zu Four-Track-Span. Solche Sachen, aber kann ich Spezialmasten. Fand ich ein bisschen schade. Okay, liebe Leute, damit ist der Umbau bei King's Cross endlich abgeschlossen. Ich habe jetzt zum Schluss, wie habt ihr es ja gesehen, noch ein paar diese Masten hier hingestellt. Es ist sicher nicht korrekt und ein paar fehlen auch, aber ich denke mal, es ist besser als wie gar keine. Am besten wäre natürlich gar keine Elektrifizierung. Aber ja, ist okay. Es war mal spannend, hier mal zum ersten Mal das Gleisvorfeld nach der Originalvorlage umzubauen. Und ja, hier hinten ein bisschen freizügig noch gewesen, nachdem wir ja hier anders fahren als im Original King's Cross. Hat ja hier einen Tunnel eigentlich. Aber ja, ich denke, das ist okay. Das einzige. Gut, wir haben jetzt natürlich hier die Direktverbindung nicht mehr. Aber die können ja dann hier runterfahren und dann so raus. Ja, so viel mal zu King's Cross. Ich habe nebenbei noch kurz mit was anderem gespielt. Ah ja, bevor wir zu dem kommen, wo ich gespielt habe. Schaut's mal. Der BR Regional 1, da warten 316 Leute und die wollen alle nach Riedberg da runterfahren. Riedberg ist auch nicht gerade viel besser. Ich würde sagen, wir tun einmal hier den Regio austauschen. Und zwar auch mit anderen Loks. Es passt dann ein bisschen mehr zur Strecke. Eben, die ist ja eigentlich für Gleichstrom und wir haben hier eigentlich Wechselstrom. Also werden wir mal schauen, mit was wir dich ersetzen könnten. So. Schauen wir mal. Zwei Züge austauschen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Zugkompositionen. Schauen wir mal, was wir so drin haben. Ah, London Subway. Bakerloo Line wäre auch cool. Möchte man noch die U-Bahn irgendwie bauen. Wo haben wir denn die ganzen Mark Ones? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier modern. Was hätten wir denn? Das sind Mark Ones, Mark 3. Warum eigentlich nicht? Wobei die werden jetzt weniger für ein Regio
Gehen wir Mark 2. Mark 2a. Ach, was soll's. Gehen wir mit Mark 3. Mark 3 in. Na, Pullman machen wir nicht. Intercity auch nicht. Machen wir mal Great Western. TS. 1, 2, 3 von denen. TS und TF. Einmal. Ja, wir sind so nett und gehen wir mal so Buffet-Car mit dazu. Und dann hier nochmal TS. 176 von der Kapazität. Was geben wir dir als Lokomotive oder machen wir das mit Diesel? Das könnte eigentlich schon ein HST sein, ne? Ich würde sagen, wir machen da Class 47 zweimal. Passt halbwegs vom Grün. 80 Millionen. Achso, ja, gut. Ist ja gleich für zwei Züge. Und fährst 153 km/h. Dann ist er noch schneller unterwegs. Schauen wir uns das mal an. Ja, okay. Hier, Great Western. Das passt, das passt, das passt. Wo ist es? Wo ist es? Da ist das Buffet. Und hier hinten die anderen. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen länger folgen, oder? Ah ja, das passt schon. Ach ja, irgendwie ironisch, elektrisch mit Diesel zu ersetzen. Da freut sich die Umwelt. Okay, ja, mal schauen, wie das jetzt hier wird mit den 319 Leuten, ob das weniger wird. Der ist jetzt vermutlich voll. Na, nicht ganz. Wir könnten eigentlich noch einen dritten hier reinschicken, aber für das werden wir das Geld jetzt nicht mehr haben. Was kostet einer von denen? 44 Millionen! Teuer. Aber das haben wir schnell wieder drin hier. Okay, ja, was ich eigentlich ausprobiert habe, war hier in Düsseldorf. Was passiert, wenn man hier so eine Industrie direkt an die Stadt ranklatscht? Meine Idee war nämlich gewesen, okay, wir bringen von da Weizen zu der Brot-Lebensmittelfabrik und die tut dann automatisch hier die Sachen schon beliefern. Das tut sie nicht. Also du kannst die Sachen zwar schon hier hinbringen, aber die Stadt nimmt das nicht an. Also das war übrigens der erste Halt, den ich gerade für das gehabt habe. Den machen wir hier mal weg. Also habe jetzt hier so ein kleines Warenhaus hingestellt. Und die LKWs von da fahren noch dahin, damit ich in Düsseldorf da mal ein bisschen Lebensmittel kriegt. Das habe ich erst frisch gebaut, deswegen ist es ein bisschen am Anlaufen. Hier habe ich mal so ein Depot hinbaut. Ah, cooler Sidegag. Da vorne steht drauf, Bravo Line Transport 1977, also das Jahr, wo es gebaut wird. Klatsche da ran, inklusive den Firmennamen. So cool. Ja, ist die Frage, was wir jetzt als nächstes machen. Es wäre irgendwie cool, wenn die zwei Städte da ein bisschen mehr von die Ressourcen kriegen. Aber ich frage mich, ob ich nicht per Editor sage, dass sie ein bisschen weniger sind. Das ist ein bisschen too much. Aber Benzin würde mich reizen, bei beiden hinzubringen. Dann mache ich mal hier ein Güterterminal und hier ein Güterterminal. Und dann ist die Frage, wo wir Benzin überhaupt herkriegen. Hat es nicht mal in der Nähe. Okay, verwerfen wir diese Idee wieder. Wir könnten aber eine neue Strecke bauen. Und mit was ich so ein bisschen geliebäugelt habe, damit wir ja noch mehr Traffic auf diese Linie drauf kriegen, ist hier. Was ist denn jetzt los? Die steht sich gegenüber. Wo denn? Oh, shit. Das ist jetzt beschissen. Ja, es war fast klar, dass das passiert. Nachdem wir jetzt hier zwischendrin so einen Gleisbereich haben, den jetzt beide Signale hier... Wisst ihr, warum das passiert? Weil der hier rauffahren will, damit er hier runterkommt. Aber ich dachte, ich hätte den eingestellt, dass du dich hier gleich nach oben fahren kannst. Was er eigentlich auch tun könnte.
Du fährst jetzt mal ganz kurz retour bitte. Das ist ein langer Zug eigentlich. Deckt mich dann ein bisschen auf, dass ich die Signalbrücke nicht so machen konnte, wie ich es eigentlich wollte. So, blau. Weil, wir haben ja hier Doppelkreuzung, also warum düst du da nicht drüber? Wenn wir ihm das mal manuell geben, du bist gelb, das ist der Regio Nummer 3. Erster Halt. Und dann hätte ich gern, dass du bei diesem Signal vorbeifährst. Also jetzt ist es viel besser und der andere fährt auch hier rauf. Hä? Was macht unser Regio hier? Also wenn unser Regio hier rausfährt, dann solltest du dir das gleiche hier machen. Über das Signal. Er kann's nicht. Weil, ah, okay. BR Regio. Das ist doch halb vier hier. Na, drei. Nach der 3 bitte hier hin. Okay, aber dann haben wir das hier so dedicated auf die zwei Seiten. Dann soll es eigentlich jetzt kein Problem mehr haben. Schauen wir mal. Warum fährst jetzt du rein? Achso, ja gut, weil jetzt frei ist. Intercity, du kannst mal wieder in eine andere Richtung fahren. Okay, der fährt jetzt da rein. Wird vermutlich jetzt da stehen bleiben. Cooles Rattern von den Coaches hier. Okay, Abmarsch. Machst du es jetzt, wie ich das will? Ja. Ah, okay. Da fährt er drüber. Perfekt. Cool, dann hätte man das Problem auch gelöst. Also, zurück zu der anderen Strecke, die ich bauen wollte, damit wir ja noch mehr Traffic hier haben. Ich hätte irgendwie gern so eine verträumte Regio-Linie zwischen Stolberg und Line City. Und da könnte man den Anschluss eventuell irgendwo da machen, dass wir da so rausfahren. Und dann habe ich hier ein richtig geiles Brückenasset, das zeige ich euch mal. Das ist, glaube ich, bei Gebäuden drin. Ah ja, genau. Du jetzt einfach mal. Ich kann das gerade richtig platzieren. Dann sehen wir es gerade schon. Wo macht es Sinn? Macht Sinn, dass wir das da hinten machen. Cool. Also, jetzt haben wir hier eine coole Brücke. Und da können die Autos drüber fahren. Und ja, auch dazu. Ich glaube, das könnte hier noch geil ausschauen. Hier auf der Seite das gleiche. Ich muss sogar ein paar Leute, die fotografieren hier. Ich meine, das habe ich in der Episode schon gezeigt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wenn ja, dann tut's mir sorry, dass ich das nur zeige. Aber ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal die Strecke da. Haben wir hier so ein kleines Regio-Ding. Vielleicht mit einer Ausweichstelle, eh gerade hier in dem Gebiet. Und dann schauen wir mal, was wir da irgendwie noch Stolberg hinschicken. Also, bis gleich.
Okay, liebe Leute, der Bau ist soweit fertig. Ich habe noch ein bisschen off-cam, weil er ein bisschen mehr Klatter und so Zeugs hingestellt. Ansonsten bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden, wie das hier geworden ist. Also das wird hier wieder so eine Museumsbahn werden. Hier so mit dem Unterstand, mit Schlafwagen vom Odin Express. Und ich habe mir auch schon einen Öffnungszug ausgesucht. Und zwar haben wir hier die Flying Scotsman. Und hier Wagen des Orient Expresses. Und zum Schluss zur Unterstützung eine Deltic. Oder halt für den Fall, dass zum Beispiel jemand defekt ist. Dann haben wir immer noch die Deltic hier hinten. Ich weiß nicht, wie lange ich den fahren lassen werde. So in der Konfiguration werde ich vermutlich später mal ein bisschen wechseln. Oder wir machen überhaupt unterschiedliche Museumslinien. Muss ich mir nur überlegen. Ansonsten, ja, haben wir hier das Tram-Museum. Das habe ich endlich mal Nutzen für das gehabt. Das passt ein bisschen zum Setting hier mit der Museumsbahn. Das ist ein richtig schönes Modell. Hier sogar mit der Tram da oben. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und da hat sie auch Trams innen drin. Da muss ich aber mit dem Kameratool arbeiten. Wenn wir jetzt mal hier mal kurz reingehen. Ja, mal so. Ist wirklich wie ein Museum hier. Ein paar Busse, ein paar Trams. Das ist so cool gemacht. Da, Dampftram. Alte Busse hier. Sehr cool. Gefällt mir, wenn Modder da so ein bisschen Liebe ins Detail reingeben. Ein bisschen eine modernere hier. Ja, und dann geht es dann hier raus zum Betriebshof. Halt, Entschuldigung. Hier ist ein betriebliches. Ich habe das so eingestellt, dass die hier 30 Sekunden warten, dass sie auf alle drei Bahnsteige hier quasi können. Und ja, ich würde mal sagen, wir lassen mal die Tram da rausfahren und schauen uns das mal an. Ich würde sagen, hierzu gehen wir wieder ins Kameratool. Achso, nein, ich wollte jetzt kein Foto machen. Stellen uns mal irgendwie hier so hin. Und gehen dann. Achso, ja, das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Ein Fahrzeugmanager. Die ganzen Trams. Und ich merke gerade, ihr habt den Lautsprecher noch an. Sehr gut, jetzt ist es blau aus. Entschuldigung. Gehen wir mal hier nach unten. Ups. Ja, vielleicht nicht ganz so weit nach unten. Und dann sagen wir mal Play. Und schauen uns mal die Trams an. Sehr schick. Die gefällt mir auch besonders gut. Mit Beiwagen. Ja, der Hut. Doppeldecker? Die würde ich gerne mal in echt sehen. So eine schräge Konstruktion. Und einmal die Schweiz. Ich dachte eigentlich, ich hätte auch eine Dampftram hier irgendwo gehabt. Habe ich nicht. Okay, ja, dann ist halt einfach keine Dampftram heute mal. Aber ja, dann haben wir hier eine Museumslinie. Ich sehe ein bisschen viel zu much für die Stadt hier. Sondern an Einwohnern. 319, aber das wird sich sehr bald ändern. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir mit unserem Zug hier mal mit. Auf der neuen Strecke. Einmal ist er schon gefahren. Zum Testen. Nice. Und dann schauen wir uns das mit der Brücke mal an. Beziehungsweise wir könnten eigentlich uns hier so positionieren. Kameratool, hilf mir mal. Das sieht ein bisschen geiler aus. So. Das ist so geil da. Ja, bitte einmal Play. Müsst ihr ja bald kommen. Ah, vielleicht ein bisschen Fast Forwarding. Da vorne ist eine Pfeiftafel. Schauen, ob sie pfeift. Nice. Auto, du musst hier weg. Oh, der Zug.
Ah, ich verstehe. Ich habe nämlich hier noch einen Halt eingerichtet. Und der Halt ist also dann da vorne, alles klar. Gehen wir aus dem Kameratool wieder raus. Nein! Komm, ich möchte mir das so ansehen. Ah, sieht schon mega aus. Vor allem cool, dass sie ja wirklich Autos drüber fahren. Sehr schick. Da brauche ich auf alle Fälle noch ein Thumbnail mit der Brücke da. Ja, ansonsten, Rest der Strecke ist jetzt weniger interessant. Also eben da ist der Joint. Ah, der Lego ist gerade gekommen. Ja, kommt dann hier rein, fährt dann hier runter zum Wechsel. Und oben braucht er nicht wechseln, also eh schon richtig. Was kommt da Schönes vorbei? Oh, nice. Unser Holzzug in Doppeltraktion. Okay. Ja, das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und mal schauen, was wir vielleicht mit der Museumslinie hier noch anfangen werden. Und vielleicht noch auf die Strecke schicken werden. Wenn ihr Ideen habt, lasst mich wissen in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Dann, ja, gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal.